Wut Oeschingen. Das Wichtigste zuerst, es wurde niemand verletzt. Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstagmorgen, den 2. Januar 2021, in Wut Oeschingen in einem Gartenhaus ein Brand aus. Auf einer neben dem Gartenhaus stehende Holzveranda des Hauses griff das Feuer über und breitete sich dann schnell in Richtung Dach aus. Laut Polizei geriet das Wohnhaus daraufhin in Vollbrand. Gegen 7.30 Uhr wurde der Brand gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits schon in Flammen. Daraufhin wurde zur Unterstützung die Drehleiter der Feuerwehr Lauchringen und Klettgau alarmiert. Das Dach musste von den Einsatzkräften abgedeckt werden, um das Feuer löschen zu können. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar. Im Einsatz waren 78 Kräfte der Feuerwehr Wut Oeschingen, Klettgau, Lauchringen und Waldshutingen sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Das Polizeirevier Waldshutingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.